Hallo, liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in der Folge 175, sollte es, glaube ich, sein, hier auf dem Chaos-Friends-Server. Aufnahme Season, dritter Teil, Freunde. Und ja, ich habe ein bisschen Kisten aufgeräumt. Schaut mal, yeah. Ja, sieht das schon mal ganz gut aus. Unser Eisen ist auch durchgeschmolzen. Das ist auch schön. Dann machen wir uns auch jetzt erstmal gleich mal hier so eine schicke Picke fertig. So, weil ich habe ein bisschen was vor, Leute, mit euch. Und zwar möchte ich ein bisschen heute mal minen mit euch gehen. Minen, genau. Wir machen heute mal Minecraft so, wie es sein sollte. Das heißt also, wir werden uns mal so richtig schön mit dem Thema Mine auseinandersetzen. Wir haben ja gestern in der Folge eine Mine gefunden. Und ja, ich würde sagen, die können wir uns heute mal ein bisschen angucken. Übrigens, ich habe gerade eben noch, weil es Aufnahme Season hier mal die ganzen Kisten sortiert. Toll, ne? Hallo, wir toll gemacht. Guck mal, richtig ordentlich, ja. Ui, ui. Ja, da muss er doch erstmal sich sofort selbst auf die Schulter kloppen. Wenn ich mir das auf Unlimited World vorstelle, ja, mal diese Ordnung, die man da hat hier. Schaut euch das doch mal an, ne? Das ist doch mal richtig was hier. So, und ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Ich meine, da unten haben wir zwar Holz, aber ja, kann ja nichts schaden. Ich weiß ja nicht, wie viele Tage und Nächte wir da unten bleiben. Bett habe ich ja bei, falls die Herrschaften pennen gehen wollen. Guckt euch mal da unten diesen Lavaschlund an. Sehr gefährlich. Das heißt, ich sehe schon aber, was mir fehlt. Obwohl, ich denke, da unten werden wir Kohle en masse finden. So, und zwar geht es jetzt hier rein. Jetzt geht es nämlich los. Jetzt gehen wir nämlich erstmal hier schön in die Mine. Machen wir mal hier eine schöne Mineaktion hier. So, Freunde, es geht los. Also erstmal würde ich sagen, nehme ich mal hier diese ganzen Schienen mal kurz mit. So, und hier nehme ich jetzt mal, eigentlich hätte ich mir mal besser eine Axt mitnehmen sollen, aber gut, das ist ja nicht so viel. Weil ich würde ganz gerne. Oh nee, komm, das tue ich mir jetzt nicht an. Pass mal auf, wir machen das mal anders. Wir gehen noch mal kurz raus. Und das ist ja hier nicht so weit, weil da nehme ich mir jetzt sofort mal eine Kiste mit, eine Doppelkiste. Und dann lagern wir unsere ganzen Schätze dort unten, so als Zwischenetage sozusagen. Genau, die lagern war doch einfach alles drin. Weil da müssen wir nicht immer nach oben und nach unten laufen, da das ist auch doof. Und jetzt wollte ich gerade schon in das kleine Loch da reinschlüpfen, aber ich habe nochmal die Kurve bekommen, wie man so schön sagt. So, nämlich hier. Wir bauen uns jetzt hier eine Base auf. Ach, jetzt ist da offen. Nett, Freunde, nett. Mein Gott, sind wir geil vorbereitet. Oh, ich sehe es schon. Die Problematik, aber wie kriegen wir in den Griff? So, genau, das nehmen wir dann auch noch mit hier. Sehr schön. So, hier, das kann da bleiben. So, das nehmen wir mit. Hier, das können wir gleich mal da rausholen. Wunderbar. Ist natürlich mal wieder mehr. Mich stört's nicht. So. Sehr gut. Hier machen wir zu. So, und jetzt stellen wir uns hier nämlich eine Kiste hin. Also so habe ich mir das ungefähr gedacht, so dass ja, also das könnte sogar hier tatsächlich stehen. Und jetzt machen wir den ganzen Krempel, den wir da so da rausholen, den ballern wir hier einfach mal so rein hier so Schienen, Eisen, was das Kies, können wir auch mal reinpacken hier. Cobblestone, naja, den nehme ich mal mit. Und dort brauchen wir ja auch. So, Abenteuer geht los, Freunde. Ab in die Mine. Also, da ist ja nichts. Da haben wir schon geguckt. Da ist auch nichts. Da haben wir auch schon geguckt. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir? Da hängt erstmal so eine Spinne ab. Jetzt weiß ich nicht, was das für eine ist. Haha! Ja, nett. Geht gut los hier, Freunde. Die jetzt überlebt. Höhlenspinne oder?
So normale, ne? Ach so normale. Okay. Gut. Hier ist eine Einladung. Ich nehme die Einladung an. Hoho. Ja, da hinten leuchtet auch irgendwas. Könnte Spinnenaugen sein. Ich weiß es nicht, aber wir sollten auf jeden Fall hier ausleuchten, weil sonst haben wir hier lange keine Ruhe hier. Okay, da ist ein Abzweig. Der interessiert uns erstmal nicht. Das heißt also, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal reingehen. Ich will aber erstmal die andere Seite haben. Die gönne ich mir. Wo geht's dahin? Okay, da ist auch nichts. Da ist nur Eisen. Das können wir uns gleich mitnehmen. Dann holen wir uns mal kurz das Eisen hier raus. Also ich merke schon, ich gehe auch so ein bisschen auf Erze jetzt, weil, ich sag mal so, das bietet sich jetzt halt in so einer Mine an hier, dass wir dann auch wirklich die ganzen Erze hier rauskarren. Zumindest erstmal die, die man so auf den ersten Blick jetzt so sieht. Spinnfäden nehme ich nicht mit. So, das heißt also, wir haben jetzt hier eine Seite und hier ist die nächste Seite. Also ich würde ganz gerne hier die Seite mal als erstes machen. Ich hoffe, dass wir auch noch Kohle finden werden, aber ich glaube schon. So, erstmal schön Eisen. Ja, bald können wir, wie gesagt, mit Eisen. Notfalls Drachen hat ja eine Eisenfarm, aber wenn wir jetzt hier wirklich einen auf Survival machen, dann denke ich, sollten wir kein Problem haben. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus, Freunde, weil hier ist dann auch safe. Das heißt, wir müssen jetzt nur auf der rechten Seite da rein. Das Ganze ist jetzt hier geklärt. Und das heißt, wir können jetzt hier... Oh, da ist... Ach, schön. Warte mal. Das können wir sehr gut gebrauchen. Das nehme ich mit. Das hier übrigens auch. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Aufpassen, dass da keine Kiesfontänen runterkommen hier. Weil ansonsten kriegen wir die auf den Kopf und das ist auch blöd. Erstmal die Deckenhöhe hier erhöht. Ich höre Schritte. Sushi! So. So, und jetzt habe ich nämlich was vor. Und zwar dachte ich mir, dass wir jetzt hier aus diesem... Warte mal, da können wir uns noch mehr mitnehmen. Ich gehe da mal kurz rein. Ich hole mir mal kurz ein bisschen Cobblestone. Nee, kein Kies. Ich will Cobble. So, und überall, wo wir waren, da werden wir den hier machen. Weil da geht es ja definitiv nicht weiter. Das heißt also, hier machen wir zu. Da braucht man nichts machen. Hier ist genau das Gleiche. Warte mal, Freunde, dann mache ich das hier mal eben so. Genau. Hier auf der Seite machen wir so. Und somit sind wir da weitgehend safe. So, da hinten können wir übrigens auch schon zumachen. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem Gang hier. Mal sehen, was hier so auf uns wartet. Ich bin gespannt. Scheint über uns zu sein. Also die Mine muss... Da ist eine Spinne. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal die Spinne vor, oder? Ja. Okay, die haben wir. Safe. Wow. Ach du Scheiße. Mhm. Gut, und jetzt geht's hier noch rein. Also das ist jetzt die Frage natürlich, ob das ein und derselbe Stollen ist. Ich nehme mal hier das Wasser mit. Wasser. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja Wasser auskippen können, aber nicht angucken, ist ein Andy. Oh mein, oh, ist das ein Riesenkomplex. Das ist ja wahrscheinlich genau der gleiche Stollen. Ja, es ist der gleiche Stollen. Das heißt, hier können wir zumachen. Ja.
So, das heißt also, hier ist unser offizieller Eingang. Ach du Scheiße. So, jetzt lass mich mal überlegen. Das Ding hier nach rechts, ne? Ist da etwa, was ich sehe, was da ist? Ja, dann nehmen wir das mit. Das, was da ist. So. Auweia. Okay. Also da geht's auf jeden Fall hoch. Da geht's auch hoch. Das ist dieser Gang, den wir zugemacht haben. Also hier können wir uns theoretisch eine Treppe bauen. Weil da ist zu. Und somit würden wir hier in die nächste Etage kommen. Ich sehe da Lava. Auweia, ist das ein Riesenkomplex hier. Da kommt ein Zombie. Ja, und tschüss, Freundchen. Ich wusste, was du vorhast. Ja, wird nichts, Freunde. So. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Mr. Undeath. 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 Ciao, ciao, Mr. Undeath. So, was? Jetzt habe ich mich verlaufen. Aha, jetzt ist hier hinten. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, würde ich sagen, gehen wir mal hier erstmal den Außenbereich ab, den Außenring. Mal zu. Ja, nett, Freunde. Was haben wir denn hier Schönes? Ich weiß, was das ist. Ja, wunderbar. Und wir spielen übrigens mit dem Schwierigkeitsgrad hart. Also. Ha! Nee, Freunde. ja. Ich betätige erstmal hier, ne? So, hier ein bisschen auch. Das war das Zeug da mal so. Ja, Drachen können wir machen. Moment. Drachen will schlafen. Das ging schnell. So, Freunde. Ach ja, wie schön. So, was ballern wir erstmal in der Zeugs da rein hier? Das nehmen wir mit. Wo stand denn der? Oh! Nee, 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 nee. Alter. Ja, Freunde, genau deswegen gucken wir Watercraft Drafter, weil das sind so diese Momente, nicht wahr? Wow. Ja, Freunde, genauso, aber ist ja noch mal gut gegangen, ne? Der hat uns hier eine Kiste weggerissen, aber gut. Der hat uns echt die Kiste weggerissen. Okay, also hier müssen wir auf jeden Fall den vorderen Bereich hier mal safen. So, das können wir wegnehmen hier. Und hier werden wir eine Tür hinbauen. Genau. Wir werden hier, dass wir noch so ein bisschen Platz da haben. Das machen wir so. 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 Das können wir hier abbauen. Jetzt hole ich mir mal kurz eine Axt. Und zwar machen wir jetzt hier Eichenholztür. Sehr schön. So.
Und damit haben wir diesen Bereich hier erstmal safe. Nicht, dass er uns unsere Treppen hier und alles kaputt macht. Boah. Ja, Frau Leute, fröhlich, ne? Fröhlichkeit hier. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist hier los? Das kann weg. So, und hier, das ist nur... Das können wir auch wegnehmen. So. Okay, jetzt haben wir hier nämlich erstmal ein bisschen, das gefällt. Ich mag hier mal diese, sag schon, hier diese komischen Decken hier, das ist mir immer zu. Das kann gerne ein bisschen flacher sein, da fühle ich mich immer wohler, fühle ich mich geschützt. So, gut, Freunde, dann können wir das hier reinballern. Das kann da rein, das kann da rein, das heben wir auf. Ja, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Und ich würde mir ganz gerne jetzt aber mal ein bisschen Fackeln machen, weil mit 4 Fackeln kommen wir nicht weit. So. Also, auf ein neues. Ich glaube, das können wir auch abreißen hier demnächst. Also, wir haben da hinten einen Spinnspawner, den wir uns zunutze machen können. Denn hier kann ich doch eigentlich auch zumachen, oder? Ja, hier können wir auch zumachen. Dann brauche ich hier nicht. Ah, wir haben keine... Oh, ist ja scheiße, wir haben jetzt gar keine, Na gut, pass auf, dann hole ich mir mal kurz ein bisschen Cobblestone. Dann können wir da nämlich schön immer unsere Cobblestone-Schranken machen, sodass wir wissen, aha, da waren wir schon. Da geht's nicht weiter. Oh, Eisen. Gut, jetzt nehmen wir einfach mal Eisen. Jetzt haben wir ja genug. Kann ich mal Eisen, Eisen, Popeisen rauskramen hier. So. Einmal da raus. Holt schön raus aus dem Stein. Eigentlich wollte ich ja Cobblestone haben. Den nehmen wir so mit. Frei Haus. Ach, guck mal einer an. Na, da ist ja die Spitzhacke gleich schon wieder draußen hier. Gut, sollte reichen. Also, dann machen wir den Kladderadatsch hier nämlich auch zu. Dann kann uns da auch nichts mehr angreifen. Und wir können uns auch nicht mehr verfransen. Schön. Irgendwie stört mich hier noch das hier. Das würde ich noch irgendwie wegnehmen. Ach nee, guck mal, da oben ist auch schon wieder Eisen. So, und den nehmen wir uns auch noch mit. Schön. Gut, und weiter geht's. Wir kämpfen uns hier durch. So, wie war das jetzt? Da ist jetzt die Spinnenfalle, oder was? Nee. Da ging es einmal nach rechts. Aha, ich verstehe. Also hier hinter ist wahrscheinlich... Gehe ich doch mal stark davon aus. Ja, okay. Also das hier ist zusammenhängend. Dann würde ich fast sagen, wenn die Spinnfalle dahinter ist... ...dass wir uns von hier hin durcharbeiten. Da kommt... Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Die greifen einen sofort an und vergiften einen. Ich habe keine Milch bei. Ja, wollen wir den jetzt stilllegen, den Spawn, oder wollen wir den jetzt einfach missachten und sagen, hier ist egal? Erstmal brauchen wir hier mehr Platz. Deswegen nehmen wir schon mal das hier weg. Und dann wollte ich das ganz gerne ausleuchten. Raus. Da unten geht... Wow.
Boah! Alter! Heim erschrocken! Irre, die Typen hier! Ja, will ich da jetzt ein... Ja, jetzt kommt auch noch der Onkel an hier, ey. So, komm hier, kriegst einen Scheitel gezogen. Oh! Obwohl! Creeper? Keine Schl... Ja, ja, mach mal! Ja, ja. Ich hau schon ab. Ich hau schon ab. Ich war das ja nicht. So. Und tschüss. So, jetzt muss ich aber schnell was essen, du. So, Vergiftung hört auf. Also man überlebt. Cool. Boah. Wahnsinn. Stehen die da jetzt echt vor der Tür? Nee, ich glaube nicht. Die sind hier drüber, ne? So, wir sind safe. Hey, was soll denn das? Alter Rotzlöffel, hat man den nicht schon? So, was kommt mal was Neues? Und zwar, ich würde ganz gerne eine Schere haben wollen. Das heißt, ich baue mir jetzt mal kurz einen Ofen. So. Stellen wir den mal kurz da drüber. Jetzt brauche ich mal kurz Kohle. Und dann werde ich jetzt nämlich schon mal das erste Eisen, was wir haben. Warte, wir machen mal dreimal für eine Spitzhacke und zweimal so. Wir gönnen uns jetzt mal 5. Von mir aus auch 6. Dann können wir gleich 8 machen, weil Kohle hat, glaube ich, 8 Brennvorgänge. Wenn ich mich nicht täusche. So. Genau. Und ich würde ganz gerne nämlich das abreißen wollen. Boah, diese Spindgezirpe macht mich völlig irre, Leute. Der hat eine Fackel in der Hand. Meine Fackel. So. Genau. So, dann haben wir nämlich schon mal hier. Das erste, was ich mir nämlich bauen will, ist sowas hier. Dann kriegen wir nämlich die Spinnweben da raus. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das brauche ich. Aber doch, das brauche ich ja für die Spitzhacke. So, komm, noch einmal. Genau. So, und dann kann ich mir jetzt nämlich die zweite Spitzhacke machen. So, okay. Schon gesehen. So, deswegen gehen wir da einfach mal so rasch da durch. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir da jetzt nicht zu krass angegriffen werden. Da dürfte jetzt ziemlich dunkel drin sein. Was? Ja, okay, wie ist das jetzt passiert? Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, aber es ist passiert. Okay, die Vergiftung. Oh, krass, Alter, aber 50%, ne? Also da müssen wir wirklich aufpassen. Ja, ja, hier ist es passiert. Es geht mir doch noch so ein Skelett auf den Sack. Okay, haben wir auch erledigt. So, meine Idee war jetzt folgende. Nehme ich die hier. Das ist aber nur eine normale Spinne, keine Höhlenspinne, okay. Und jetzt ahnt ihr schon, was ich vorhabe, ne? Dass wir uns hier genau so zu dem Spawner vorarbeiten. Dass wir da nicht drin kleben bleiben, weil das ist unser größtes Verhängnis. Ja, ja, und jetzt erstmal abhauen. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Mist, hier. Erledigt. Alter.
Komm schon, Baby. Leute, Action hier, ne? Mit Buttercap Crafter, Alter. Geil, oder? Habe ich zu viel versprochen? Action! So, guck mal, wir sind hier direkt wieder an der Base hier. Können wir gleich wieder mal alles safen hier. So, ne, da haben wir schon gut was bekommen hier, Mensch. Alter, das ist hier oben ein Spektakulum, Wahnsinn. Na, hier verbrauchen wir gut Essen, aber wir sind jetzt gut. Also ich habe sogar schon einen, habt ihr gesehen, ich habe ja eine schon hingesetzt, eine Fackel. Und das ist natürlich super. So, und jetzt machen wir das so weiter. Jetzt möchte ich natürlich von der anderen Seite das nach Möglichkeit auch machen. Ja, die greift uns jetzt an, ich weiß. Okay, 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 okay. Ich gehe schon mal ein bisschen in Sicherheit, aber... Oh, ich kann auch nichts essen mehr. Boah, Alter, das ist ja auch eine witzige Geschichte hier, Freunde, die wir hier haben. Komm, ich will essen. Wie, ich auch. Was hat er denn da? Scheiße, Moment. Ich auch, Freunde. Moment. Oh. So. Okay. So, Freunde. Action, ne? Ist doch richtig Action. Ich finde das ja schon wieder geil hier. Ich finde das ja schon wieder absolut Hammer, was wir hier machen. So, Achtung, Essen. So, ich glaube, eine müssen wir noch, ne? Also, ich glaube, eine Fackel brauchen wir noch. Dann sollte das Ding vielleicht oben rauf auch noch am besten, um richtig safe zu sein. Und dann sollten wir das Problem eigentlich in den Griff bekommen haben. Und wir haben sogar noch Spinnenweben bekommen. Also, ist ja auch cool. So, ich mache jetzt hier oben mal weg. Ach so, da ist noch eine. Okay. So, jetzt setze ich da noch einen ran. Da steht ein Zombie in den Spinnweben drin. Dann kommt noch einer mit einer Goldrüstung. Der hängt auch voll da drin. Das können wir uns zunutze machen. Immer ruft er auf den Burschen. Nicey. So, und jetzt... Oh, da ist noch einer. So, das würde ich ganz gerne. Es wäre richtig cool, wenn ich hier auch noch so ein Ding da befestigen könnte. Vielleicht kriege ich es hin. Ja, okay, safe. Das Ding hier ist auf jeden Fall ausgeleuchtet. So, hier mache ich mal kurz den Eingang ein bisschen verbreitern. Dass wir so um die Ecke lunsen können. Hängt da schon wieder ein Zombie rum? Ja, tatsächlich. Okay, souverän gelöst, würde ich sagen. Da ist ein Creeper. Sollen wir den explodieren lassen? Okay, hier ist safe. Da hinten ist noch ein Creeper. Safe, da ist noch so eine komische Spinne. Da kommt der nächste Creeper. Der gleitet runter, cool. Auch den haben wir. Ich habe mir den Rückweg übrigens gut gemerkt, Freunde. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir uns jetzt verlieren. Okay, das machen wir mal zu. Ist das da so eine Höhlenspinne oder was ist das? Könnte auch eine normale sein.
greift sie mich an? Nee. Okay. Okay, hier oben ist irgendwie eine Höhle oder sowas. Okay, was bist du denn für einer? Okay, eine fette Höhle. Oh Mann. Ha! Aus dem Hinterhalt, was? Noch einer? Invasion, Zombie-Invasion. Hier müssen wir aufpassen. Drei. Oh, ist der Dawn of the Dead hier. Oh, der hat Eisen fallen lassen. Alter, Freunde, geht mir nicht auf den Sack hier. Wow. Okay, haben wir aber erstmal soweit safe, glaube ich. Boah, wacker geschlagen bis jetzt. Und langsam sind wir hier wieder im Training. Können wir uns gut auf das Halloween-Event vorbereiten. Ach du Scheiße. Okay. Also wir haben hier einen mega Höhlenkomplex. Ja, so geht's auch. The next creeper. Hohoho, im Doppelpack. Ach komm, explodieren. Ja, Freunde, nicey. Okay, und hier ist safe. Gut, sehr gut, Freunde, sehr gut. Also wir sind weit gekommen, die Folge ist schon längst wieder vorbei, aber ich denke, weil es der letzte Teil ist dieser Aufnahme-Season, können wir den ruhig noch kurz ein bisschen verlängern. Irgendwie habe ich gerade Bock drauf, ich bin hier gerade so dabei. Oh, hier können wir uns alles dann noch rausholen. Gehen wir erstmal wieder nach oben. So. Ja, das macht ja wieder richtig Spaß hier, Freunde. Bin ja wieder am Start hier, ne? So. Sind wir auf jeden Fall wieder da? Okay, das können wir rein theoretisch hier abbauen hier. So, die Spinne ist da immer noch. Ich würde das hier ganz gerne ausleuchten. Boah, Fledermaus, erschreckt mich doch nicht so. Gut, hier ist auch safe. So, was ist hier los? Greifst du mich an? Ich hoffe mal nicht, ne? Hey! So, ich tu dir doch nichts. Greifst mich nochmal an, passiert was. Alter! Was hast du nur davon? Okay. Ja, gut, Freunde, dann haben wir das erledigt. Das Ganze ist hier safe, Freunde. So. Das nehme ich jetzt mal mit hier. Und ich glaube... Boah, hab ich gerade erschrocken schon. Ich erschrecke mich immer so, weil ich immer denke, da kommt einer hinter mir, so ein komischer Pantoffel an, ja. So ein Grünling da, die Bauaufsichtsbehörde, ne? Also, jetzt brauche ich aber gleich ein Bier, ey. Mann, ey. Also, hier, komm, nimm das mal mit hier. Können wir jetzt hier Jim Knopf und seine Lokomotive spielen. Ich habe ein paar Schienen mitgenommen. So, da war nichts. Da ist der Spawner. Jetzt geht's nur noch in die Richtung. Okay. Und hier, das können wir jetzt auch noch mitnehmen kurz. Das liegt ja hier so freundlich rum. Was war hier hinten jetzt? Was war denn das jetzt hier? Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Das ist ganz un... Oha, schön. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück. Machen wir erstmal fette Beute hier mal alles so nach Hause tragen. Zu unserer Box. Und dann wird es in der nächsten Folge weitergehen mit dem Erkunden dieser fröhlichen Mine hier. So, ich baller da einfach mal alles rein. Und ja, ich sortiere das dann oben, denke ich. Und
Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand, die war auf jeden Fall actionreich. Sehr interessant. Da unten Lava, Lava, Lava. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmeseason wieder. Mal sehen, wann die ist. Wahrscheinlich übermorgen. Ich weiß es noch nicht so genau. Bis dann. Tschüss.